Mal ganz kurz zur Berechnung der kinetischen Energie. Die Formel dafür, die lautet so hier. W ist m halbe v Quadrat. Also W beziehungsweise E kinetisch, sagt man auch. E kin abgekürzt. Aber das wissen wir ja alles. Guckt in die anderen Videos, da haben wir das immer irgendwie behandelt. Wenn ich mir jetzt mal so einfache Erkenntnisse nehme, wie zum Beispiel F ist m mal a und teile durch a, dann habe ich F durch a ist m. Und ich sage, ich ersetze mal das m hier oben, dieses, durch dieses F durch a, dann bleibt eben die Formel plötzlich, sieht sie plötzlich so aus. Wenn ich jetzt noch sage, a ist v durch t und v ist s durch t und ich ersetze das hier auch, das probiert das am besten mal ganz alleine aus. Also haltet das Video an und guckt euch das an, wie ich das dann durch Substituieren sagt man. Substituieren, wozu braucht man das? Werde ich wahrscheinlich einen Link anfügen. Und was das heißt, also substituieren, kurz gesagt, heißt austauschen. Ich tausche bloß a zum Beispiel gegen v durch t aus. Plötzlich steht hier nicht v durch t, sondern t durch v, weil a unterm Bruchstrich stand. Mal sehen, vielleicht kriege ich einen Link hier unter. Dann ergibt sich zum Schluss die Formel w ist f mal s durch 2. Auf dieses durch 2 gehe ich gleich ein. Und das ähnelt doch der Berechnung der potenziellen Energie ungemein, bis auf dieses durch 2. Woher das kommt für die höheren Klassen, das kommt dadurch, wenn ich zum Beispiel s ist a halbe t Quadrat differenziere, komme ich auf s' ist a mal t. Das ist übrigens auch v. Wenn ich diese Formel v ist a mal t integriere, komme ich wieder darauf. Jetzt für die Klassen, die das noch nicht hatten, erinnern wir uns nochmal an die Flächenberechnung. Allgemeines Prinzip, ich werde hier oben den Link wieder anfügen. Wenn ich ein Rechteck habe und da gilt ja, die Grundseite und Deckseite sind parallel, dann kann ich gleich sagen, Grundseite mal Höhe ist die Fläche. Wenn ich das gleiche beim Parallelogramm mache, dann bilde ich den Durchschnitt aus G und D, G plus D durch 2 und nehme dann mal H. Wenn die Deckseite plötzlich nur noch 0 ist, weil ich ein Dreieck habe, dann könnte ich hier auch G plus 0 einsetzen. Die Formel vom Parallelogramm gilt trotzdem. Aber wenn D 0 ist, dann bleibt bloß noch G halbe mal H stehen. Jetzt nur zur Vorstellung. Ich habe extra rangeschrieben, nur zur Vorstellung, weil das nicht mathematisch korrekt ist. Wenn ich mir hier ein Weg- und Zeitdiagramm mal aufmale und ich hätte hier so eine Art Parallelogramm drin, das heißt also, ich mit wachsender Zeit wird mein Weg immer größer, das kennt ihr von Zuordnung, Zuordnung, und dann bleibe ich plötzlich stehen, dann bleibt der Weg so lange, wie ich stehen bleibe, so wie er ist. Wenn ich jetzt nur vorwärts fahre, wächst auch der Weg mit der Zeit und ich bleibe dann mal hier an der Stelle im Gedanken stehen, dann kann ich doch sagen, ich könnte noch eine Art Dreieck bilden, beziehungsweise hier war es ein Parallelogramm. Und dann kann man sich das so ähnlich vorstellen, wo das herkommt. Man bildet also so eine Art Durchschnitt. Das hat aber dann auch mit Vektorrechnung und so weiter zu tun. Wie gesagt, das ist nur zur Vorstellung, woher plötzlich dieses durch 2 herkommt. So, ja, ich werde jetzt vielleicht zum Schluss noch ein paar Links anbringen, die dann weiterführen. Energieerhaltungssatz oder irgendwas, was mir da noch einfällt. Ich hoffe, ich habe zum allgemeinen Verständnis beigetragen und bis dann. Tschüss, tschüss.